Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir wollen noch zu Rushs Grab. Und dann gehen wir angeln. Und die tierischen Begleiter haben wir ja auch noch. Ach, das hat sich schon jemand geschnappt. Das wäre jetzt mein Abgang. Neuer Tierbau. Ich kann mir ein super Angebot machen. Mutierter Elitebär, ja, den hatten wir schon, aber... Schieß doch jemand! Mich hätte ja dieser Tierbau interessiert. Da ist er. Ach, das ist ein Stein. Hilfe! So hilft mir doch bitte jemand! Bitte! Das waren Schiffe! Wow! Natürlich, ich vergaß. Der kann das ja. Naja, wir müssen ja nicht unbedingt in seinen Bau gehen, aber das Fell wollen wir uns doch nicht entgehen lassen, oder? Jetzt ehrlich. Also, wer sagt's denn? Was sagt denn die Karte? Ich glaube, wir können da vorne auch rechts, oder? Ja, ich wollte... Hier wollte ich eigentlich hin, genau. Das heißt, wir können da vorne, also da, auch rechts. Ständig von vorne ankommen.
Aber das sind ja jetzt viel, viel mehr als vorher. Aber die fliehen auch. Ach, hier gibt's auch mal Platinen drin. Platine. Wir laufen doch schon wieder falsch, habe ich den Eindruck. Wir müssten doch schon längst bei New Eden sein, meine ich. Wenn wir richtig gelaufen wären. Ja, genau falsch abgebogen. Einmal. Da geht's lang. Unglaublich, wie schnell hier die Autos geklaut werden. Wow. Ruhe, sag ich dazu nur. Ja, das ist jetzt, wir kennen den Weg ja schon. Da sind wir schon entlang gelaufen. Er schafft uns noch, dieser Bär. Thank you.
vorne ist es. Da wollten wir mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Oh oh. Die kennen noch keine Autos hier. Die wollen noch keine Autos hier haben. Naja, keine Autos, aber das Ding haben sie reingelassen. Kein Nebel mehr hier. Oh nein, sie haben die Ziege getötet. Verbrutzelt. Verbrannt einige. Ja, dann... Wir sind jetzt hier der Besitzer von dem Staubhaufen. Ein Gebet, Mutter. Ich habe es aufgegeben, ihn so zu sehen, wie du ihn sahst. Es tut mir leid. Er hat von mir verlangt, mich wie sein einziger Sohn zu verhalten, während er der Vater von allen war, doch niemals von mir. Er hat alles verlangt und nichts gegeben. Ich glaube, ich hasse ihn dafür, dass er uns verlassen hat. Mit jedem Tag haben mich Zorn und Neid stärker im Griff. Manchmal kann ich kaum noch atmen. Aber das geht niemandem etwas außer dich, mich und Gott an. Ich muss in den Augen aller ein Anführer sein, egal was passiert. Ich werde dich stolz machen. In Liebe, Ethan. Die können doch nicht alle weg sein. Haben die das aufgegeben und wir? Ja, wir haben das nicht aufgegeben, aber wir können doch unsere Waffen hier nochmal nachladen, oder? Ach, das haben die bestimmt abgeholt schon. Na, wer weiß. Bliss. Ja, aber nicht mehr für uns. Oh. Ich muss mir das Bild nochmal angucken, diesen Screenshot oder was das war. Ja, das haben wir alle schon gelesen hier. Wir sind schon durch die Hütten mal gegangen. Den, vielleicht war das gar kein Kettenkarussell und eine Kirmes. Vielleicht war das Rad hier vorne. Das könnte das auch gewesen sein. Und ich dachte, das wäre ein Riesenrad vielleicht oder so. Ja, aber ich muss sagen, okay, wenn man das hier löscht und so ein bisschen pflegt und das Rad wieder ordentlich dran schraubt, dann hat man es doch wieder. Das ist nicht viel, was hier kaputt gegangen ist. Das hat man ruckzuck, hat man das wieder repariert. Nur das Feuer muss gelöscht werden. Oh doch, hier ist ein Loch im Zaun. Da sind sie durchgebrochen, oder? Ja, scheint so. Und außerdem hat irgendjemand hier die ganzen Blumen gepflückt. Wir sind doch kein Auto, wir können doch auch hier durch den Wald laufen.
was für beschissene Zeit. Was ist denn los? Ich hab genauso angefangen wie die armen Lutscher da. Was zum Henker ist los mit dir? Warum ist der Bogen so gut? Das kann noch gut ausgehen. Du. Du da. Ich? Ich brauche deine Hilfe. Ja, doch. Dank dir erlebe ich einen weiteren Tag. Du bist frei. Und wir kennen die Gegend ja schon. Das heißt, wir werden mit dem Auto weiterfahren hier. Hm? Ja, wir geben aber auf der Karte, geben wir hier mal so einen Punkt. Da wollen wir hin. Verdammt! Haben wir sie angefahren? Ach nein, ich glaube, dass... Das hätte man uns schon angezeigt dann. Mehr viel los hier. Oh! Entschuldigung. Das war jetzt kein Zivilist. Naja, der war verkleidet als Büffel. Selber schuld, oder? Oh, hoppla. Wer sich so anzieht im Straßenverkehr, der will doch überfahren werden. Da kann er sich auch gleich irgendwie ein Straßenoutfit anziehen. So Asphalt oder so. Irgendwie matscht das hier irgendwie um uns herum alles. Ach so, da ist gar keiner. Ach, wir haben den Puma überfahren von denen letztens. Das war gar kein... Ich dachte, das wäre ein Wolf oder sowas gewesen. Jo. Tut mir leid. Du auch. Tut mir leid. Dennoch werden wir es auch mit diesem Auto nicht ganz schaffen, in dieser Folge dort anzukommen. Denn diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Was macht ihr? Für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.